Hast du schon mal einen Löwen oder einen Tiger im Zoo gesehen? Sie gehören zu den größten Katzenarten der Welt. Das Gute ist, dass man sich bei ihnen keine Sorgen machen muss, dass sie irgendwann mal in deinem Vorgarten stehen. Denn hierzulande gibt es diese Tiere nicht in freier Wildbahn. In Amerika hingegen ist die größte freilebende Katze der Jaguar. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mache es unbedingt jetzt, um kein neues Video mehr zu verpassen. Viele verwechseln den Jaguar mit einem Leoparden, aber sie sind unterschiedlich. Der sogenannte Panther ist entweder ein schwarzer Leopard oder ein schwarzer Jaguar. Sie haben aber eben nicht die typischen Punkte, sondern sind schwarz. Jaguare sind schwerer als Leoparden, seine Beine und sein Schwanz sind kürzer, sein Kopf aber breiter. Und die schwarzen Jaguare, gibt es verschiedene Arten und wie entstehen sie? Aus der Ferne sieht ihr Fell nur schwarz aus, doch wenn man nah genug rankommt, dann erkennt man, dass sie gefleckt sind. Der schwarze Jaguar ist quasi genau das gleiche wie ein normal gefärbter Jaguar und es handelt sich nicht, wie oft vermutet, um eine eigene Art. Die Farbe des Jaguars wird durch seine Gene bestimmt. Jedes Tier bekommt eigene Gene von seiner Mutter und von seinem Vater vererbt, welche dann die Eigenschaften der Jungen bestimmt. Bei Menschen zum Beispiel haben einige grüne, blaue oder braune Augen. Die Farbe unserer Augen wird durch unsere Gene bestimmt. Ich zum Beispiel habe dieselben Augen wie mein Opa. Genauso läuft es auch in der Tierwelt ab. Einige Elterntiere haben einen Gen in sich, welche den Melanismus verursachen. Das bedeutet, dass sie schwarze Haare haben. Etwa 6 von 100 Jaguaren sind schwarz. Ebenso gibt es auch weiße Jaguare. Diese werden dann Albino-Jaguar genannt. Dennoch unterscheiden sie sich lediglich optisch von anderen Jaguaren. Nicht nur unter Jaguaren gibt es diese Art von Melanismus. Auch andere Tiere und sogar Menschen haben Arten von Melanismus oder eine sogenannte Genmutation. Hast du auch irgendwelche ungewöhnlichen Merkmale, welche dich von vielen anderen unterscheidet? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt.